Heute habe ich für euch ein sehr leckeres Lachsgericht mit Kartoffeln aus dem Ofen. Die Gewürze machen hierbei den Geschmack aus und die Lachsfilets werden einfach super saftig und die Kartoffeln bleiben schön knusprig. Und ja, wir fangen jetzt sofort mit der Zubereitung an. Und zwar benötigen wir Lachsfilets und natürlich Kartoffeln. Ich habe festkochende Kartoffeln und Süßkartoffeln verwendet. Falls ihr zum Beispiel keine Süßkartoffeln mögt, könnt ihr das auch weglassen. Dann brauchen wir für die Marinade den Saft einer Zitrone, wir brauchen Olivenöl sowie eine gepresste Knoblauchzehe oder auch zwei oder zum Beispiel Knoblauchpulver. Wir brauchen frischen Rosmarin oder getrockneten. Dann brauchen wir noch Paprikapulver edelsüß, etwas Salz und Pfeffer. Zuerst werden die Kartoffeln geschält und dann in Scheiben geschnitten. Diese könnt ihr dann auf ein mit Backpapier ausgelegtes Backblech verteilen oder zum Beispiel auch in einer Auflaufform. Die Lachsfilets dann auf die Kartoffelscheiben legen und mit den restlichen Zutaten eine Marinade zubereiten. Damit werden zuerst die Lachsfilets bestrichen und mit der restlichen Marinade könnt ihr dann die Kartoffeln schön vermischen. Also einfach darauf geben und leicht vermischen. Und das Ganze kommt dann in den vorgeheizten Backofen bei 200 Grad Ober- und Unterhitze für ca. 30 bis 35 Minuten. Und hierbei kann die Backzeit um einige Minuten variieren, also habt bitte ein Auge drauf, kann einige Minuten länger oder auch kürzer dauern. Und ja, die genauen Mengenangaben zum Rezept habe ich euch natürlich wie immer unten in der Infobox aufgeschrieben. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß beim Nachmachen, lasst es euch schmecken und wir hören uns hoffentlich in meinem nächsten Video. Bis dann!